Der 12. September 1683, liebe Schwestern und Brüder, war ein Sonntag. Er fiel in die Oktav, die man damals noch feierte, von Maria Geburt. Es war der Tag, an dem die christlichen Heere vor Wien die Türken zurückdrängten. Die Stadt war lange belagert. Im Jahr darauf führt der Papst diesen Tag, Marien Namen, als Tag für die ganze Kirche ein. Die Christen hatten sich unter dem Namen Mariens versammelt und unter ihren Schutz gestellt. Sie haben das, und das ist im 17. Jahrhundert eigentlich erstaunlich, sie haben damit eine alte Tradition aufgenommen, die schon eine andere, sehr bedrängte Stadt lange praktiziert hat, die immer wieder bedroht war, Konstantinopel. Immer wieder hat man sich dort unter den Schutz des Namens der Panhagia, der allheiligen Mutter, gestellt. Deshalb trägt dieser große Hymnus, der Akathist, von dem wir sozusagen am Beginn nur einen ganz winzigen Ableger ja gesungen haben, im Vorwort die Überschrift der Schutzherrin und dem Schutzpanier der Christenheit. Und wenig später wird man in der Uspenski-Kathedrale im Kreml eben in diesem Hymnus, den man dort im Gewölbe abgebildet hat, als Russland sich zu verstehen beginnt als Schutzmacht für die Christenheit gegen die osmanische Bedrückung, schreibt man diesen Hymnus mit dem Vorwort in diese Kathedrale hinein. Also eine gesamtchristliche Tradition, die sich unter dem Namen Mariens versammelt und ihren Schutz anfleht. Heute hören wir zuweilen ein ähnliches Stichwort, aber wir hören es als Schlagwort. Wir hören es nicht mehr als Wort und Ausdruck des Glaubens. Wir hören davon, dass das christliche Abendland vom Untergang bedroht ist und dass wir uns vor der Überfremdung hüten müssen. Das sind alles sehr ernste, seriöse Probleme, die wir aber nicht mit Schlagworten bedienen können. Und es ist sehr merkwürdig, heute Morgen noch im Deutschlandfunk habe ich das verfolgt, wie christliche Theologen sagen, ein christliches Abendland hat es nie gegeben. Das ist eine Chimäre, eine Erfindung. Heute vom gleichen Tag lässt sich ein anderer Theologe, gar nicht unbedeutend, und ein sehr unverdächtiger Zeuge zitieren, nämlich der Kardinal von Wien, der sagt, natürlich, es ist historische Wahrheit, dass es auch heute Muslime gibt, die sagen, Europa ist so schwach und krank, dass wir gerne diesen Kontinent als einen islamischen Kontinent sehen. Das liegt aber nicht an den bösen Muslimen, liebe Schwestern und Brüder, sondern es liegt an denen, die in Europa wohnen, die dort zu Hause sind und nicht mehr glauben. An denen liegt das. Oder sagen wir es vielleicht deutlicher, es liegt an uns. Die Kraft, die man 1683, der man in all den Jahrhunderten vorher in Konstantinopel aufgebracht hat, aus dem Glauben zu leben, aus dem Glauben zu Maria zu finden, ihren Namen anzurufen. Auch die westliche Tradition, etwa der Schutzmantel Madonna, kommt ja daher. Panier der Christenheit hieß das in den alten Kirchenliedern. Schutzwehr der Christenheit. Darin drückt sich ein tiefer Glaube aus. Ein Glaube, wie er uns heute im Evangelium von dem heidnischen Hauptmann entgegenkommt. Ein Glaube, der immer auf Christus zielt. Deshalb wird sie ja, die Mutter und Jungfrau, als Hilfe angerufen, weil sie Christus so nahe ist. Nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie diese ganze Transparenz, diese glanzvolle Transparenz auf Gott, auf Christus hin hat, dem nichts entgegensteht. Nicht eine einzige Faser ihres Denkens, ihres Handelns, ihres Seins steht Gott, steht dem Willen ihres Sohnes entgegen. Deshalb ist sie so stark in der Abwehr alles Bösen, in der Abwehr dessen, was die Freiheit der Kirche und des Glaubens beschaden kann. Aber an uns liegt es, zu glauben. An uns liegt es, unter ihrem Panier zusammenzukommen und sie zu preisen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir auch in der Kirche so weit wären, das zu erkennen. Marianische Frömmigkeit wird heute eher verdächtigt. Das ist etwa so
für schöne Traditionen in Südtirol, wo man noch Maria-Namen-Prozessionen hält, oder in Wien vielleicht noch, die Österreicher sind ja sowieso in unserer Hinsicht ein wenig hinten, wo man eine Maria-Namen-Feier hält. All das ist etwas für Vorgestrige. Nein, es ist die Zukunft, liebe Schwestern und Brüder. Wie Maria immer die Zukunft war, die Zukunft, die sie beschreibt, nicht ein Morgen und Übermorgen, nicht in Jahren zu zählen, sondern die Zukunft der Glaubenden. Wir haben das gerade in diesem wunderbaren Hochfest im August gefeiert, ihre Aufnahme in den Himmel. Es ist die Zukunft der ganzen Welt, der Wille Gottes, die Verherrlichung des Menschen in seiner Gegenwart. Es ist die einzig gültige Realität, die wir finden, wenn wir uns an sie halten. Das müsste Grund genug sein, dass wir wieder neu hinfinden zu ihr, uns unter ihrem Namen und unter ihrem Schutz versammeln und sie entsprechend preisen.